Hallo und herzlich willkommen beim Bausimulator 2015. Wir laden gerade unseren Groß-Günther auf, um dann das große Haus langsam fertig kriegen zu können. Denn da sind wir jetzt schon einige Folgen dran und es nimmt und nimmt kein Ende. Aber ich kann euch versichern, das ist jetzt hier die vorletzte... Na, sag mal schnell. Arbeit. Das war falsch. So. Das ist schon wieder viel zu knapp, oder? Naja, ich versuch's mal. Ja, ich weiß nicht, ob inzwischen, weil ich das jetzt hier in a row aufnehme, ob sich einer gemeldet hat. Ich sag's nochmal. Wer Bock hat für WDR5, Leonardo Podcast, einen Bericht über Spielewelten zu unterstützen und derjenige Bock hat, Simulatoren, also der eben super gerne und eigentlich nur Simulatoren spielt oder beziehungsweise die spielt, weil sie sein oder ihr Genre sind, bitte Bescheid sagen, dann vermittle ich euch, dann vermittle ich euch gerne weiter. Ne? Falls schon jemand Bescheid gesagt hat, weil das ist ja ein Tag schon später, dann könnt ihr trotzdem Bescheid sagen. Weil ich habe das ja nicht zu entscheiden. So. Hä? Was war das denn gerade? Wieso fuhren der so schräg? Ich bin echt... Ist der da über die Kante gefahren oder was? Oder bin ich betrunken? Kann das sein? Man weiß es nicht. Vielleicht bin ich in-game betrunken. Ihr habt so viele Narco-Berries bei Ark gegessen. Ja. Ich spiele nämlich jetzt Hard Ark. So. Und zack. Letztes Teil. Und dann sind wir auch schon soweit. Liegt jetzt alles ein bisschen beknackt hier auf dem auf Groß-Günther, aber das ist ja nicht so wild. Wir haben ja genug Platz, danach müssen wir nämlich nochmal zum Gartenhandel und ein bisschen Grünzeug holen und dann ist die Mission auch schon geschafft. So, wir gucken, ob wir das alles sichern können. Wunderbar. Dann können wir jetzt, ach Gott, können wir jetzt den Stapler zurückgeben. Leihfahrzeuge, jawohl. Und ab geht's zur Baustelle. Die werden wir wahrscheinlich wieder mit einem großen Kran abladen müssen, können. Also müssen, Schrägstrich können. Oder eher können müssen, weil eben war es richtig anstrengend, weil der Kran eigentlich viel zu kurz war. Also eben für euch gestern. Bus so ab da, ich habe Vorfahrt. Oh, eine Bushaltestelle. Oh, eine Ampel. Oh Gott. Und das Blöde ist, ich kann mich nicht mehr zurücksetzen, weil ich Ladung drauf habe. So, bloß nicht verkeilen. Und ihr könnt mich jetzt alle mal hier. So ja nun nicht. So ja nun nicht. Oh, jetzt fährt er zu schnell. Ja, schnell abdrängen hier. Bam, voll auf die Gegenspur. Hahaha. Oh, verdammt, ich bin falsch gefahren. Ah, schöne 180 Grad Drehung. Und 360 Grad. Gleich durch? Nee, noch nicht. So. Stille. Hier bei mir. Ich habe mich verschluckt. Ich muss gleich husten. Nee, doch nicht. Egal, dann machen wir einfach weiter. Ne, wenn ich gleich in Husterei ausbreche, dann wisst ihr Bescheid. Ne, Notarzt braucht da nicht mehr rufen. Ist ein Tag vorher gewesen. Oh, der Garten hat... Oh, diese Ampeln, ey. Ja, jetzt geht die da auch noch... Was soll das denn? Es ist rot, junge Dame. Und wenn hier einer bei Rot Ampeln überfährt, dann bin ich das. Und zwar nur in Simulatoren, ja? Nicht in echt. So. Ich bin mal gespannt. Ach so, machen die Kollegen da eigentlich schon automatisch weiter? Oder? Ach nee, ging ja nicht, stimmt. In der letzten Folge hatte ich ja wieder. Und bam, es ist Schild weg. Das macht aber nichts. Dann habe ich ja jetzt, doch, ich habe trotzdem Vorfahrt.
Das ist auch mal so ein bisschen störend, dass die Schilder einen, ach Mann, und diese Autofahrer und überhaupt, alles ist heute störend, ich bin aggro. Aggrobau. Das sieht geil aus, das muss ich ja sagen. Also das ist, sowas gefällt mir und danach werde ich halt diese Sondermission spielen und dann ist es schon soweit, liebe Leute. Dann geht's in den DLC, allerdings nur in einen. Bin ja so pleite. Kann mir kein DLC leisten. Ah. So, dann wollen wir hier mal gucken. Einmal abladen. Ja, aufs Dach, das war ja klar. Ich möchte am liebsten den ganzen LKW wieder hochtransportieren. Kriegt man den da nicht irgendwie hoch? Vielleicht, wenn ich da reinfahre und die Treppe hochfahre oder so? Auf jeden Fall werde ich mal wieder stapeln versuchen. Dann haben wir hier nämlich das Ganze ziemlich schnell erledigt. Also immer zwei auf einmal, da müssen wir nur dreimal hin. Sonst müssen wir fünfmal. Und das ist bei der Strecke, na, ist schon ein Unterschied, ne? Muss man auch mal sagen. So, nein. Einmal in die Richtung, einmal so, damit das da schön raufpasst. So, ein bisschen nach da, ein bisschen drehen. So, plopp. So, und jetzt gucken wir mal, wie tief wir da runterkommen. Nö. Ja. Geil. Das hat ja wunderbar funktioniert. Nein, das funktioniert diesmal wohl nicht. Das heißt, wir machen es wieder einzeln. Ach, schade. So, achso, ich muss die Hochtaste natürlich. Ich brauche hier so ein, ja, so ein Automatismus wie beim Flughafen-Simulator, wo ich da einen Stock reingesteckt habe oder sowas. Aber ich habe gerade, doch, hier ist der Schraubenzieher. Fragt euch nicht, warum Schraubenzieher auf meinem Tisch liegt. Geht nicht, ist die falsche Tastatur. Halt falsch rum. So, ach, da waren wir schon viel zu weit weg. Hätten die nicht das nach hier einfach legen können? Das hätte ja noch weiter ging ja nicht weg. Doch, da hinten in die Ecke. Hier wäre noch weiter weg gewesen. Echt arg. Vielleicht können wir wenigstens die Bitumen-Dinger, nee, das ist ja der Bitumen gewesen. Vielleicht können wir das wenigstens stapeln. Ich würde es gerne die Treppe hochbringen. Na, 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 na. Sieht ziemlich bescheuert aus da im Order City, wenn ich singe. Das hört sich wahrscheinlich bescheuert an. Aber, naja. Das müsst ihr ertragen, das geht nicht anders. So, ho, 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 ho. Und... Klack. Ich versuch's hier nochmal. Halt. Hold. Nee. Hold. Hold. Ja, es hätte geklappt, wenn ich nicht weiter runtergefahren wäre. Ach, scheißegal. Es geht nicht, Leute. Wir müssen es einzeln machen. Macht aber nichts. Das geht doch recht zügig. Wobei es könnte zügiger gehen, wenn der Kran schneller wäre. So. Und dann hier einfach mal hin. Das geht dann immer schnell, ne? Naja, schnell. Schnell ist ein. Naja. Ne? Es geht okay. Sagen wir so. Lalalalalala. Ich bin übrigens gewillt, dann doch mal endlich das zu tun, was ich schon immer machen wollte. Und nach dem Wochenende, da habe ich nämlich frei, mindestens einen Tag, mein Special zu machen für einen neuen Simulator, weil ich wollte jetzt nicht so wie Gronkh hier irgendwie 1000 Folgen von diesem Teil machen. Die DLCs werde ich noch durchmachen, und den zumindest. Ich bin von dem einen DLC bin ich nicht so ganz überzeugt, was da Leistung und Preis angeht. Von daher weiß ich noch nicht, ob ich sie beide machen werde. Den einen aber auf jeden Fall. Und dann werde ich ja,
noch die beiden Architektenaufträge bauen, die ich jetzt noch habe. Wobei das eine natürlich auch ein Hochhaus ist und das, wir sehen das ja hier. Um nicht zu sagen, das ist natürlich schwierig, schwierig. So. Achso, wir müssen gar nicht weiter hoch. Da sind wir weit genug. Wir legen den jetzt mal ein bisschen weiter nach hinten hier. So. Oh, das könnte zu weit. Nein. Ich dachte, das wäre zu weit gewesen, war es aber nicht. Also, weiter geht's. Hier jetzt schon mal runter. Ich müsste mal was trinken, aber ich habe nichts hier. Ich versuche nochmal, ob ich die beide mitkriege. Dann hätten wir nämlich die letzte Ladung sozusagen zusammen. Ich hätte einfach eben nicht weiter runter gemusst. Ich musste nur durch den grünen Pinökel durch. Und den dann auf den anderen legen. So, das werden wir jetzt nochmal versuchen. Falsch rum. Falsch rum. So müsste das sein. So. So, ganz vorsichtig, ganz vorsichtig. So, nein. Bisschen nach vorne. Bisschen zurück. Nein. Ja, sehr schön. Da haben wir sie beide. Jetzt müssen wir sie nur noch mitkriegen. So ist das richtig. Erstmal hoch, weil ich möchte jetzt nicht gegen das Hausdach stoßen. Frage ist, sind wir schon rüber? Ich würde fast sagen, ja, bin mir aber nicht 100, doch ja. Jetzt bin ich mir 100%ig sicher. Dann haben wir wieder zwei mit einer Klappe gelöst. Zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Alter, was red ich denn da wieder? Habe ich gerade Alter gesagt? Das ist ja so ein Wort, das hasse ich, ne? Junge, Junge, das kann ich nicht ab, wenn einer Alter sagt. Jetzt habe ich schon selber Alter gesagt. Zweimal in einer Folge. Mann, 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 Mann. Alter, Alter, Alter. Bam, bam. So, mach den Bereich frei. Mache ich doch gerne. Und danach müssen wir noch ein Stockwerk. Jetzt müssen wir nur noch beim Gartenhandel ein bisschen Grünzeug holen. Dafür steigen wir mal aus. Das muss wahrscheinlich oben raus, so als Penthouse-Gedöns. Ich würde sagen, weil wir das nicht mehr schaffen werden, beides zu machen, wir fahren zum Gartenhandel und machen den Rest dann in der nächsten Folge zusammen. Hoffentlich mit dem Sondereinsatz für das Follow-Me-Car, was wir ja schon vor 4 Folgen gekauft haben und was uns auch jetzt natürlich monatlich Geld kostet, wir es aber noch nicht einmal benutzt haben, weil ich auch noch nicht ganz genau weiß, wofür es eigentlich gut ist. Schwerlasttransporte wahrscheinlich. Gibt es dafür einen Architekten, einen Auftrag hier irgendwo? Ausschreibung, klein, Oh. Ach, das wären wahrscheinlich hier die... Ja, da brauchen wir das Drehbohrgerät zu. Das sind die DLC-Dinger hier. Ah, die sehen ja toll aus. Ja, das werden wir natürlich dick im... Also das werden wir auf jeden Fall machen. So, ich weiß nicht, ob wir hier schon mal lang gefahren sind. Bestimmt, aber ich weiß es nicht. Warum fährt er da jetzt raus? Was soll denn das? Ja doch, hier ist ja das... dann können wir auch hier einfach geradeaus weiterfahren. Oh Gott, warum fährt denn so schnell? Fährt er sonst auch mal so schnell? Alter, was war das denn? Schade, dass ich nicht so ein Replay machen kann mit Außensicht oder so. Das war ja gerade richtig heftig. Der war ja gerade sowas von schnell und unhandelbar, fast wie der Raserati. So, wir kommen dem Gartenhandel ein bisschen näher. Hier noch runter, durchs Kotzenfeld durch, glaube ich. Hier haben wir auch schon mal gebaut, fällt mir gerade ein. Und hier bin ich auch mit dem Raserati schon 5-mal gegen die Leitplanke gefahren. Kommt nichts, können auf die Spur ziehen. Hier auch mal auf die Gegenspur. Ne, hier können wir hier überholen, das ist gar kein Problem. Und hier dann einfach wieder durchs Kotzefeld abkürzen. Da fährt ja sonst keiner lang. So, lauter Kornkreise gemalt jetzt hier. Jetzt fahren wir hier am...
am Kieswerk vorbei. Und das machen wir auch noch durch. Folge ist zwar zu Ende, aber ich denke, wir werden mal bis zum Gartenhandel fahren. Der ist ja nicht mehr weit. Das ist noch am Kieswerk vorbei, dann links. Und dann haben wir es doch auch eigentlich. Oder? Ja, wobei ein Stück war es noch. Erstmal müssen wir hier auf die Hauptstraße wieder. Das ist ja nur der Querverbinder hier. Und nach dem Querverbinder müssen wir links abbiegen, meine ich. Und dann noch wieder auf den Gartenhandel rauf. Oh, ist doch eine ganze... Ich krieg den nicht auf 100 km/h. Seht ihr das? Nicht mal bergab. Als hätte der einen Begrenzer bei 98 drin. So. Das macht ihm auch gar nichts aus, ob ich jetzt hier... Und jetzt bin ich wieder von 100 auf 0 im wahrsten Sinne des Wortes gebremst worden. Macht aber nichts, wir müssen ja eh hier rauf. Und hier stellen wir jetzt unser schönes Auto ab und ich würde sagen, mischen wir wieder zurück. Vielen Dank fürs Zusehen, wir sehen uns morgen wieder bei Bausimulator 2015. Lasst Kuchen da. Tschüss.